Der Anfang ist die Hälfte von allem. Dieses Zitat von Aristoteles passt gut zum Thema dieser Folge. Denn hier geht es um den Anfang von Online-Kursen, Gruppenprogrammen oder auch ähnlichen digitalen Angeboten. Ich spreche mit Barbara Riedel-Wiesinger über das sogenannte Onboarding, nämlich die so wichtige Phase direkt nach dem Kauf bis etwa zu dem Zeitpunkt, wo der oder die Teilnehmerin dann wirklich angefangen hat, aktiv mit den Kursmaterialien zu arbeiten. Und diese Phase ist unterschiedlich lang, je nachdem, was für ein Produkt es ist. Und wir sprechen in diesem Interview darüber, zum Beispiel, was du eben tun kannst, damit deine Kunden nach dem Kauf direkt das Gefühl haben, sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Ja, sie werden auch persönlich angesprochen, sie bekommen eine Beziehung zu dir als Trainer, Trainerin, wie du sie bestmöglich dann auch auf den eigentlichen Kurs vorbereitest, sie dafür motivierst. Auch die Frage, wo welche Informationen in diesem Anfangsprozess hingehören, was alles zu bedenken ist, was auch schiefgehen kann, das alles besprechen wir hier in diesem Interview. Das gehört ja zu meiner kleinen Reihe, wo es um das Thema Gruppen in Online-Kursen geht. Und jetzt wünsche ich dir wieder viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Online Business Lounge. Hier geht es ja um Tipps und Ideen für Online-Kursanbieter, Anbieterinnen rund ums Marketing, aber auch um die Gestaltung der Kurse und Programme. Und ich hatte ja jetzt so eine kleine Serie hier im Podcast zum Thema Gruppenarbeit, auch Begleitung von Teilnehmenden, Teilnehmererlebnis. Und heute wollen wir uns mit dem Thema Start in so einem Online-Kurs beschäftigen oder Programm. Und da habe ich die Barbara Riedel-Wiesinger zu Besuch, die neulich in meinem Online-Business-Barcamp nämlich auch eine Session dazu angeboten hat. Und dann habe ich direkt live gesagt, Barbara, ich wollte eh gern mit dir übers Onboarding sprechen. Hallo Barbara, wie schön, dass du da bist. Danke, liebe Marit, für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich bin ja so wahnsinnig gern im Podcast. Ich habe zwar selber keinen, aber ich werde so wahnsinnig gern eingeladen, dass ich mich richtig, wirklich riesig gefreut habe, wie du das so aus der Hüfte geschossen hast. Komm in meinen Podcast, ja. Als hätte ich es geahnt. Sehr schön. Genau, das Thema Onboarding, das ist tatsächlich ja wichtig, das finde ich nämlich auch, denn ja, jedem Zauber liegt ein Anfang inne oder so in der Art. Nein, wir wissen alle, das ist andersrum, aber der, wie etwas anfängt, strahlt ja auf das Ganze aus oft. Und deswegen ist dieser Anfang so wichtig. Und vielleicht magst du mal erzählen, wie du überhaupt auf das Thema Onboarding jetzt so als eins deiner Themen gekommen bist. Ja, ich bin ja schon relativ lange im Online-Business. Auch bevor ich selbstständig war, war ich schon im Online-Business unterwegs und habe sehr viel gesehen in dem Bereich. Und gerade die letzten 2 Jahre hat es ja extrem viel gegeben. Neue Anbieter sind auf den Markt gekommen. Also die Pandemie hat einfach dieser ganzen Digitalisierung vom Lernen extrem geholfen. Ja, also die Menschen haben nicht mehr diese Berührungsängste. Es ist selbstverständlicher geworden. Trotzdem empfinden viele diese ganzen Prozesse sehr hölzern und unpersönlich, und ganz viele Kurse sind, da mögen die Kurse gut sein, aber dieses Erlebnis nach dem Kauf, also direkt nachdem die Leute auf diesen Kaufen-Button geklickt haben, ist einfach nett gesagt verbesserungswürdig, ja? Mhm. Weil genau das ein Schlüsselmoment ist für das, was im ganzen Kurs dann für eine Stimmung ist von der Person. Ja? Also man nennt das nicht umsonst Honeymoon-Phase, und ich habe das nicht erfunden, auch wenn es schön klingt. In der Honeymoon-Phase, das ist halt so wie auf der Hochzeitsreise, ist in einer Ehe noch alles normal und super und toll, ne? Und prickelnd. Okay. Und nachher kommt dann schrittweise die Realität. Trotzdem, wenn die Hochzeitsreise super ist, dann wird die Ehe wahrscheinlich auch besser werden. Ja, ist die Frage, ob man das so vergleichen kann, aber das heißt wirklich Honeymoon-Phase. Mhm. Und das ist eben die Phase direkt nach dem Kauf, die ein Schlüsselmoment ist und die Beziehung zwischen dir und deinem Kunden, deinem Teilnehmer so wirklich beeinflusst. Und gerade online kann man da in diesen ganzen Prozessen so viel besser machen, so viel persönlicher machen. Das heißt nicht, dass du selbst machen musst, dass ich mich frage, warum nicht mehr
den Fokus da drauf legen, sondern alle übers Launchen reden und wie es jetzt Millionen umsetzt und deine Kunden in die Programme bekommst, dass du da auf dem Weg aber dann viele verlierst, die dich dann weder weiterempfehlen noch den Kurs fertig machen. Das ist ja alles wahnsinnig schade, ja, weil wir wissen, dass es viel einfacher ist, an einem Bestandskunden was zu verkaufen, als an einen Neukunden. Ja, auf jeden Fall. Und allein ja deswegen verstehe ich es nicht. Ja. Wir wollen ja auch guten Service liefern. Also jedenfalls, ich gehe davon aus, dass die Hörer hier von dem Podcast das wollen. Das heißt, es ist dann oft vielleicht auch keine Absicht. Und deswegen habe ich dich ja auch eingeladen, um mal so zu beleuchten, was sind mögliche Fehler, die man da machen kann als Anbieter, Anbieterin? Und was sind Dinge, wo man so ein Auge drauf wirft? Jetzt haben wir ja zwei verschiedene Grundformate. Also wir haben ja das Format, jemand kauft einen Selbstlernkurs oder auch ein anderes Selbstlernprodukt und bekommt sofort nach dem Kauf den Zugang und hat ja auch per Definition, ne, Selbstlernen, keinen direkten Kontakt zur Trainerin. Und dann haben wir das, was du gerade sagtest, nämlich dieses Launchen. Und dann startet ein Gruppenprogramm meistens ja zu einem bestimmten Datum. So, das heißt, man hat Leute, die kaufen relativ früh im Prozess, vielleicht zum Frühbucherpreis. Die müssen dann noch 3-4 Wochen warten und andere springen auf diesen Zug irgendwie erst einen Tag vorher auf. Oder ich habe in meinem Programm auch eigentlich sogar immer Leute, die einen Tag nach dem Start noch gekommen sind. Ah, kann ich noch dazukommen? Und da haben wir ja eine große Diskrepanz einmal zwischen dem Kaufdatum und dem Start des Angebots. Also die zweimal immer so ein bisschen getrennt, wenn wir da immer so ein bisschen getrennt drauf gucken, hast du, glaube ich, eh auf dem Schirm, im Blick. Genau, was sind die Mehrzahl von Fauxpas? Also was sind denn mögliche Fallen oder Fehler, die man da machen kann in dieser Anfangsphase? Lass uns einmal außen vor, ob das jetzt dann dieses Cohort-Learning ist, wo die alle gleichzeitig anfangen oder ein Selbstlernkurs. Ja. Also grundsätzlich geht es einmal darum, gleich am Anfang ist der Prozess, den die Leute durchgehen, konsistent. Kennen sie sich aus? Ist das durchdacht? Baut das Vertrauen auf? Haben die Kunden, kennen sie es, also im Sinne von auskennen, ja? Manche Formulare sind schon so wahnsinnig aufwendig, ja? Also ich weiß nicht, wie viele da abspringen, ob da genügend Leute Auswertungen machen. Aber sobald der Kunde auf diesen Kaufen-Button gedrückt hat, möchte er in Wahrheit ein virtuelles Schulterklopfen. Ja. Er möchte eine Bestätigung dafür, dass die Entscheidung richtig war. Ja? Und da ist es das Falscheste, was du machen kannst, den Kunden zu verwirren. Das Erste, was du tun solltest, ist eine persönliche Willkommensnachricht zu schicken. Und man kann das mittlerweile alles recht schön machen. Es gibt sogar Videobotschaften, wo du mit Tools sogar schon die Leute direkt ansprechen kannst. Also wir haben ja heutzutage wirklich super viele Möglichkeiten schon, wo du das persönlich gestalten kannst, ohne dass du das selbst machen musst jedes Mal. Ne? Ja, das also. Aber das Wichtigste ist einfach die gute Kommunikation, und zwar eine Kommunikation auf unterschiedlichen Ebenen. Ja, die einen nehmen Bild, Video besser auf, die anderen haben es einfach lieber schriftlich. Ja? Also verlass dich nicht drauf, dass eines reicht. Das ist einfach besser, dass du unterschiedliche Arten zur Verfügung stellst, auch da schon. Ja? Ganz persönlich wird das, wenn du beispielsweise auf der Danke-Seite schon ein Video von dir hast, wo du dich persönlich bedankst noch einmal dafür und schon die nächsten Schritte erklärst. Ja? Also nicht jetzt, was ist der Inhalt, sondern was ist der nächste Schritt, den die Leute tun sollten. Einfach die Leute gleich direkt in die Handlung zu bringen. Nicht, dass dann, sie haben jetzt geklickt und jetzt vergehen dann einmal wieder 3 Tage, bis irgendwas machen, wenn überhaupt. Ja, da ist dieses ganze Hochgefühl dann weg einfach. Und das ist auch das, was man machen sollte, wenn der Kurs erst später anfängt. Ja, die Leute, die 3 Wochen vorher vielleicht schon kaufen, bei einem Early Bird oder was auch immer, da auch schon in ein Tun zu bringen. Das können Kleinigkeiten sein wie Vorstellung, markier dich auf einer Karte, wo du wohnst. Ja, also so kleine spielerische Elemente auch einfach. Okay, das habe ich so intensiv noch gar nicht
wie soll ich das sagen? Also das passt ja nicht bei jedem Thema sofort ins Tun bringen, ne, mit dem mach gleich was zum Vorstellen. Das ist ja immer ein bisschen von dem Ziel des Kurses auch abhängig. Aber ich stimme dir zu, will auf jeden Fall zu sagen, was ist der nächste Schritt? Also was ist das Nächste, was du jetzt tun kannst, ist eine klare Kommunikation, wo komme ich an die Inhalte, ne, wo muss ich da klicken, was muss ich mir für ein Passwort generieren, wo sollte ich das speichern? Und das weiß ich aus Trainersicht auch, das ist richtig tricky, denn man hat ja gleich zu Beginn, zumindest wenn man bei der Digistore das abrechnet, beispielsweise oder per Copecard, dann hast du ja immer mehrere Elemente. Du hast einmal die Danke-Seite, die du automatisch, die du erstellen musst vorher bei beiden Zahlungsanbietern. Dann kommt eine Bestätigungsmail von Digistore oder Copecard, in der auch nochmal ein kleiner Platz für einen Hinweistext ist. Und in der Regel holt man die Leute ja auch sofort per API-Verbindung irgendwie in den Verteiler rein. So, und da zum Beispiel darauf zu achten, dass die Informationen dort konsistent sind. Ne, du sagst es ja auch, ne? Konsistent, verständlich, transparent. Das ist gar nicht so einfach, also sich da wirklich gut zu überlegen, und das ist ja auch wieder weniger ist mehr an mancher Stelle, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Am Anfang gibt es ja unfassbar viele Informationen an die Leute zu geben, da zu entscheiden, was sind wirklich jetzt in diesen drei Medien die allerwichtigsten Dinge. Mhm. Oder? Ja, du sagst es schon, sie kriegen von Digistore24 ein E-Mail. Das kannst du ja nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen. Das ist ja was Standardisiertes. Genau. Du hast ja eigentlich nur einen kleinen Bereich, wo du deine Informationen reinschreiben kannst. Ich helfe mir da damit, dass ich das dann recht groß mache, ne, dass das in diesem E-Mail so richtig aufpoppt. Und ja, in den Verteiler bringen und selbst eine persönliche Nachricht nachschicken, das würde ich auf jeden Fall machen. Also du würdest individuell eine Mail schicken? Ja, also zusätzlich zu dem Mail, das kommt als Bestellbestätigung mit der Rechnung, schicke ich selber auch noch eine Begrüßungs-E-Mail mit den nächsten Schritten aus. Ja. Allerdings ist das ja eher was für die teureren Programme dann vermutlich, denn das kann ich ja nicht für jeden 100-Euro-Kurs machen, dass ich sage, ah, jetzt hat der Marc irgendwas gebucht, jetzt schreibe ich den Marc. Also du meinst, dass ich es persönlich schreibe? Ja, so habe ich das auch automatisiert natürlich. Ja, gut. Ja, also per API-Verbindung mit GetResponse oder ActiveCampaign. Genau, gut. Ja. Weil ich dachte jetzt gerade, holla, das ist aber viel Arbeit. Nein, ich teste doch gerade was, wo man so quasi personalisierte Nachrichten relativ schnell per Video verschicken kann. Ja, ich habe es gesehen von so einem Absumo-Deal, ne? Den hast du erwähnt, wo man den Namen eingesprochen kriegt. Das ist echt faszinierend, was da mittlerweile geht. Mhm. Das ist ja schon im Grunde KI, ne? Ich meine, zumindest ja die Sprachmodulation muss ja nachgemacht werden. Ja, du sprichst den Namen selbst ein, ne? In einer Liste. Ja, okay. Und das wird dann zusammengefügt einfach so. Verstehe ich. Ich habe es noch nicht 100% ausprobiert, weil es bislang nur auf Englisch funktioniert, aber es ist versprochen für April, dass es auf Deutsch steht. Okay, also, ja, spannend. Muss ich mir angucken. Genau, aber da waren wir jetzt bei dieser Konsistenz. Und jetzt sagte ich ja gerade, aus Trainersicht ist das manchmal schwierig, weil man hat so viel zu sagen. Ja, ich habe also viele organisatorische Dinge, ich weiß mittlerweile, ich muss Dinge wirklich redundant wiederholen. Wo finden Sie die Termine? Na, also wenn es ein Gruppenprogramm ist, müssen Sie sich am besten so schnell wie möglich die Termine notieren, damit die nicht wieder weggegeben werden für andere Sachen. Ich möchte, dass Sie den Login finden. Ne, dann sagtest du gerade, ich möchte, dass Sie irgendwie den ersten Schritt schon mal machen in irgendeiner Lektion. Wie? Ja, den ersten Schritt in der Lektion oder soll ja, etwas tun. Und das kann auch das, ich lade mir die Termine in den Kalender sein. Ach so, meinst du das? Okay. Ich hatte jetzt, entschuldige, dann habe ich dich missverstanden. Ich dachte, du meinst da jetzt schon einen didaktischen Schritt. Nein, genau nicht nämlich. Ja. Also noch nichts Inhalt oder sonst irgendwas, sondern einfach, dass sie das Gefühl haben, es ist jetzt eine Verbindung da zu dem. Mhm. Also ich habe das gekauft, ich freue mich riesig drauf, mir wird virtuell auf die Schulter geklopft und ich habe gleich irgendwas zu tun damit. Mhm. Super, genau. Und dieser Overwhelm, den ich ja dann auch vermeiden möchte, ich habe dieses Dilemma als Trainerin, ich habe ganz viele Informationen, ich habe verschiedene Medien, über die sie jetzt Informationen bekommen, ich möchte das stückeln, dass sie nicht alles auf einmal bekommen. Was rätst du dazu, zu diesem zu viel Effekt? Ja, also da gibt's ja die Leute, die sagen, ich will alles haben, weil ich will nicht
bevormundet werden. Und wir wissen aber sehr oft, es kommt auf die Größe des Kurses an, ja, wir wissen sehr oft, wenn wir die Infos komplett ausschütten vor den Leuten, nehmen sie sich zwei Sachen raus und gehen wieder und sind überfordert. Ja. Also Leute, die mit Informationen bombardiert werden, und Informationen sind am Anfang ja, wie wir vorher gesagt haben, welche wirklich wichtig sind, dass sich die Leute zurechtfinden, ja, und so weiter. Und nicht sofort bei einem großen Gruppenprogramm alle Inhalte zur Verfügung haben. Die fühlen sich einfach überwältigt und erdrückt, und das, was dann passiert, ist einfach ein Fluchtgedanke. Ja, weil wenn du so einen Berg vor dir siehst, dann denkst du wieder, schaffe ich eh nicht, habe ich eh keine Zeit, ich habe ein Leben auch noch daneben, arbeiten sollte ich auch noch was. Ja, also es ist schwierig, ja, bei kleineren Kursen, ich habe ja auch so Minikurse, da gibt's schon alles gleich auch, ja. Ja, du meinst jetzt die Inhalte, ne? Und ich meinte jetzt die Onboarding-Infos, vor allem die Onboarding-Infos jetzt als allererstes, nämlich, wie gesagt, Login, Termine, was gibt es, also manchmal sind es ja vielleicht Vertraulichkeitsregelungen, die dann noch geklärt werden können, wo findest du was, wann starten wir? Also ne, so diese vielen Informationen, die ich geben möchte am Anfang, da hat man ja leicht auch dann bei den Leuten das Gefühl so, ja, okay, das ist irgendwie eine riesen Textwüste, mache ich später. Und da finde ich deine Idee mit einem Video total gut, beziehungsweise das auch als Audio und Transkript dann anzubieten, so eine allererste Information zu geben, vielleicht, weiß nicht, was würdest du sagen, 2, 3, 5 Minuten? Maximal 5, ja. Genau, maximal. Ich schreibe auch immer dazu, wie lange das Video dauert. Ja, also bevor du jetzt deine Rechnung holst in deiner Inbox, schau dir dieses Video an, das dauert nur so und so lange. Ja, genau. Das finde ich eine gute Idee. Ist ja auch eine Sache, wo du einen persönlichen Kontakt aufbauen kannst, quasi. Ja, also die Leute haben dann das Gefühl, dass sie dich kennen. Und ich würde auch da durchaus irgendeine persönliche Vorstellung auch noch hineinbringen. Mhm. Ja, das stimmt. Das vergessen auch viele, nochmal so 2, 3 Sätze zu sich zu sagen, wie sie eigentlich zum Beispiel zu dem Thema des Kurses gekommen sind oder was vielleicht ein bisschen die Story dahinter war, weil wie wir ja eben schon festgestellt haben, manchmal ist dieser ursprüngliche Impuls, ich kaufe etwas, und der eigentliche Kauf auch zeitlich verzogen. Mhm. Und dann macht das Sinn, dass wir uns da nochmal persönlich in Erinnerung bringen. Genau, diese Information, zum Beispiel, wann wird was freigeschaltet, die ist wichtig. Da bin ich auch ganz bei dir, das muss man wirklich im Einzelfall abwägen, ob man alles auf einmal freihaut oder das drip-feedet, wie man so schön sagt. Didaktisch gesehen ist es auf jeden Fall sinnvoller, da zumindest einen Mindestabstand einzubauen. Meine Erfahrung ist dann, aber da kommen wir jetzt vom Thema ab, dass man nie allen Geschwindigkeiten gerecht wird. Und wenn ich als Trainerin davon ausgehe, muss ich ja machen bei einer Gruppe, wer am schnellsten, also wie schnell braucht es der schnellste Lerner? Ne, weil an den muss ich mich ja richten. Ich kann ja nicht den schnellsten warten lassen sozusagen. Und dann kriegen natürlich die anderen den Druck so, es wird übermorgen schon Modul 3 freigeschaltet und ich bin gerade bei Modul 2. Also da ist schon so ein bisschen Balance zu wahren, ne, bei diesem Drip-Feeding oder? Auf jeden Fall. Du tust dir da, glaube ich, kombinierten Programmen sogar leichter, ja, weil man da Umsetzungswochen einbauen kann beispielsweise und die Schnelllerner vielleicht anders beschäftigen kann. Also, wenn du einen persönlichen Part auch drinnen hast, wenn du Live-Parts drinnen hast oder Q&As drinnen hast. Ja. Genau. So war das ja bei mir dann auch immer. Ich habe dann in der Gruppe auch teilweise tatsächlich Zusatzaufgaben gegeben, habe gesagt, wer jetzt schon fertig ist damit, kann ja schon mal damit anfangen. Alle anderen bitte kein Stress, ihr müsst das nicht machen, ne? Immer wieder wiederholt. Und das ist wirklich meine Erfahrung, redundant. Also die wichtigen Infos immer wieder, genau. Ja. Genau. Ich finde es ja auch fatal zu sagen, na, die Leute werden sich schon melden, wenn sie irgendwas brauchen. Ja? Der geringste Teil schreibt dir, die anderen rühren sich einfach nicht, die verhalten sich dann still. Ja? Also ich finde dieses Nachfragen auch ganz wichtig. Ja? Also wenn du
Wenn du die Information am Montag gegeben hast, kann man ruhig am Mittwoch nachfragen, wenn der Kurs am Freitag startet beispielsweise und nicht dann erst am Freitag noch einmal. Ja. Also dieses, manchmal gehen E-Mails unter oder sind im Spam oder ich habe wirklich ganz oft, ich schicke vor Webinaren, ich glaube 3 oder 4 Mal den Zoom-Link aus, habe im ersten E-Mail einen Kalender-Eintrag drinnen, wo der Zoom-Link auch drinnen ist und mindestens eine fragt mich noch einmal nach dem Zoom-Link, ja, weil es das E-Mail nicht gefunden hat. Genau, ja, das ist ein guter Hinweis. Weil ganz viele auch ihre E-Mail-Adressen falsch schreiben nach wie vor. Okay, ja, oder nicht mehr wissen, mit welcher sie sich angemeldet haben, ja. Genau, aber das ist spannend, dass du das sagst, ja, das darf man auch zum Beispiel immer wieder sagen, wenn man das gerne möchte, dass Leute sich melden, dass nach einer Weile sickert es dann durch und sie machen es tatsächlich dann. Mhm. Aber das braucht natürlich, wie jede menschliche Beziehung, erstmal dies anwärmen. Ich brauche erstmal das Vertrauen zu der Trainerin, dass ich die wirklich anschreiben darf, obwohl ich hier in so einem Gruppenkurs bin, individuell. Ne? Mhm. Absolut, ja, absolut. Weißt du, was ich ganz wichtig finde bei dem Ganzen, die Verantwortung zu sehen. Ja? Weil ja, das sind in den meisten Fällen erwachsene Menschen, die deinen Kurs kaufen werden und die viele davon sind selbstständig, wenn du B2B anbietest, so wie wir zwei ja, und sollten ein gewisses Maß an Selbstverantwortung haben. Trotzdem liegt aus meiner Sicht die Verantwortung für diesen gesamten Onboarding-Prozess und dass die Leute das finden, was sie brauchen, bei dir als Anbieter und nicht beim Teilnehmer. Ja. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiges Ding, dessen man sich bewusst sein sollte. Ja? Mhm. Es kümmert die Kunden in Wahrheit nur, wie viel du dich kümmerst, weil jeder will bei einem Programm keine, also niemand will eine Nummer sein bei sowas. Selbst bei großen Kursen braucht es ein gewisses Maß an persönlicher Beziehung. Ja, dieses Gesehenwerden, das ist einfach total wichtig. Genau. Und was gibt ja dieses bisschen böse Wort, aber der dümmste anzunehmender User, ne, der DAO. Und das ist ja überhaupt nicht böse gemeint. Aber wenn wir zum Beispiel so einen Prozess einfach oft durchlaufen haben, zum Beispiel, weil wir öfter schon über Digistore gekauft haben oder ähnliches und wissen, wo die Rechnung ist, ne, dann ist es für uns irgendwie ganz klar und finden es Bevormundung oder zu viel, den Leuten nochmal zu erklären, wo sie den Rechnungslink finden beispielsweise. Ne? Und da immer davon auszugehen, dass auch Selbstständige einfach manche Prozesse technisch noch nicht so durchlaufen haben, nicht so versiert sind. Und um ihnen da nicht das Gefühl zu geben, oh, ich bin irgendwie blöd, find's nicht, lieber einmal mehr erwähnen. Also ich meine, dann kann man lieber denjenigen, der da ziemlich versiert ist und schnell ist, ein bisschen langweilen, als die zu verlieren, die sich nicht so gut auskennen. Ne? Mhm, absolut, ja. Und wirklich lieber einmal mehr sagen, als einmal zu wenig. Und ja, es gibt die Anbieter, die gerade bei uns im deutschsprachigen Raum ja eh den größten Anteil machen, da gehört Digistore dazu, Elopage, ne? Copcard habe ich noch nicht so viele Kurse gemacht, aber ja, es gibt auch welche, die das benutzen. Schwieriger wird es dann halt, wenn das irgendwelche nur in US verwendeten Dinge sind, die dann vielleicht noch auf Englisch sind. Stimmt. Das ist auch ein Riesenpunkt bei uns, ja. Also verlass dich nicht drauf, dass deine Kunden alle Englisch können. Ja? Mhm. Also schau, dass du möglichst alles übersetzt, was an automatisierten Nachrichten rausgeht. Ja? Das heißt auch bei deinen E-Mail-Anbieter, die Autoresponder richtig einzustellen und da zu übersetzen und. Ja? Also da gibt's oft, man vergisst da gerne irgendwas, ja. Also das noch einmal durchzugehen, lohnt sich auch. Ich weiß das, weil ich bin ja gerade umgezogen im Jänner mit von Mailchimp zu MailerLite und was man da dann wieder alles einstellen muss. Natürlich habe ich auch was übersehen. Ja, genau, dann kommt das nochmal wieder auf Englisch. Ne? Genau, jetzt hat man ja 2 quasi neuralgische Punkte meiner Meinung nach. Wenn du da noch mehr Ideen zu hast, sag gerne. Und zwar einmal ja direkt nach dem Kauf. Ne? Mhm. Dieses, okay, ich finde alles, aha, hier sind meine Zugangsdaten, aha, hier ist die Danke-Seite. Und meistens logge ich mich das erste Mal ein und dann vergeht aber ja doch irgendwie Zeit, bis ich mich dann, also ich als Teilnehmerin, wirklich mit den Unterlagen beschäftige. Das heißt, der zweite, in Anführungsstrichen neuralgische Punkt, ist dann eigentlich das erste Mal einloggen oder das nach einer Weile wieder einloggen. Mhm. Na, hast du da Ideen, wie man zum einen die wichtigsten Sachen auf beiden Seiten oder an beiden Punkten wiederholt
ohne dass es exakt das Gleiche ist. Das könnte ja auch verwirren, wenn es genau gleich aussieht. Verstehst du, was ich meine? Also die Danke-Seite kann ja nicht die gleiche sein wie, hier ist jetzt die Startseite für diesen Kurs. Ja, stimmt. Also auf der Danke-Seite eben sollte man diese persönliche Beziehung noch einmal in den Vordergrund stellen und sich vielleicht auch vorstellen und wirklich kurz und knapp die nächsten Schritte. Mhm. Und dann nach dem ersten Login so ein bisschen einen Überblick geben, vielleicht auch den Lernpfad kurz vorstellen, eine FAQ, also auch zu sagen, wenn du mal irgendwas nicht weißt, da kannst du mich kontaktieren von bis. Ja, also dieses Ganze gehört eigentlich auch in ein Willkommensmail hinein. Wann bist du erreichbar, wenn es irgendwelche Fragen gibt? Ja, also, dass die Leute nicht erwarten, dass du 24/7 erreichbar bist für sie, ja, sondern halt wirklich ganz klar sagst, Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr antworten wir Fragen, am Wochenende nicht, quasi. Ja? Ja. Und da kannst du mich erreichen, über diese E-Mail-Adresse hast du einen persönlichen Kontakt und ich beantworte jedes E-Mail auf jeden Fall persönlich, was auch immer. Ja? Mhm. Und so wirklich auch so FAQ-Sections finde ich ganz wichtig und die auch deutlich zu platzieren am Anfang oder auf der Seite, je nachdem, ja, weil diesen Prozess kannst du grundsätzlich ja am besten verbessern, indem du zuhörst, indem du den Leuten Fragen stellst, wie sie sich zurechtgefunden haben. Du siehst wahrscheinlich dann anhand von Rückfragen, wenn du die Leute motivierst und aktivierst, dass sie auch sich rühren, wenn irgendwas ist, ja. Siehst ja, an welchen Punkten es hakt. Und diese Berührungspunkte sollte man halt auch immer weiter verbessern. Das sind alle Nachfass-E-Mails, die Begrüßungs-E-Mails. Du kannst ja auch ein Upsell-Angebot machen, was auch immer, ja. Ja, super. Also, erster Login, zweiter Login. Es ist technisch heute schon so viel möglich. Nicht, dass wir alles machen müssen, ja. Das ist ja auch, kann ja auch ziemlich ins Geld gehen. Aber du kannst dir, wenn du dir überlegst, welche Berührungspunkte habe ich mit meinen Kunden, so wie du eben gesagt hast, ne? Das erste ist die Danke-Seite, dann sind es die E-Mails, die kommen, dann ist es der erste Login, ja. Das sind alles schon Berührungspunkte und das sind Gelegenheiten, wo du einen direkten Kontakt zu deinem Kunden hast. Mhm. Und das solltest einfach nutzen. Ja. Für dich, ja. Ich glaube, allein für diesen Appell ist dieses Podcast-Interview wertvoll. Ich hoffe. Weil das ja einfach mir ist das echt ein Anliegen. Ja, das merke ich. Und also ich bin ja auch immer viel in diesem, ne, das für die Teilnehmenden optimieren. Und mein Spruch ist ja auch, Online-Kurse, die Wert schaffen. Damit meine ich ja auch die Teilnehmer. Aber ja, auch ich vergesse da manchmal Sachen, auch als Anbieterin. Ne? Ja, natürlich. Und das ist ganz klar. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn man sich selbst einmal so einen Prozess aufsetzt. Wenn man schaut, ja, was sind die Berührungspunkte? Einfach, kann man ja ganz banal in eine Liste schreiben. Das muss jetzt kein Airtable oder was auch immer sein. Ja? Einfach dir vorzustellen, dein Kurs ist eine Party. Und da kommen Leute und da gibt's Leute, die kennen sich und dann gibt's Leute, die kennen sich nicht. Und die sich nicht kennen, die stehen dann an der Tür und fühlen sich verloren und wollen vielleicht am liebsten wieder umdrehen, weil es, da ist schon alle scheinen los. Sich zu kennen. Ja, ja. Genau, ja. Und das ist auch ein Problem bei diesen Kursen, wo halt vielleicht über Wochen die Leute reinkommen. Mhm. Ja, weil da gibt's halt welche, die sind schon länger da. Da hast dann schon das Gefühl, wow, das sind die vollen Partytiger, die tanzen. Mhm. Ne? Also stell dir vor, du kommst auf so eine Party und kennst niemanden. Wie würdest du gerne behandelt werden? Und da kann man schon immer von sich auch ausgehen und von den Gefühlen, die man hat, wenn man wohin kommt, wo man vielleicht niemanden kennt und sich nicht auskennt, man weiß nicht, wo das Klo ist und man weiß nicht, wo die Getränke sind und was, ja. Also so banale Sachen. Das stimmt. Und genau so geht's den Leuten bei einem Kurs. Mhm. Wenn sie nicht den dritten schon von dir machen und alle nach dem gleichen System ablaufen. Das ist ja wieder was anderes. Ne? Aber das ist ein gutes Stichwort, gerade als du das sagtest, so man soll sich das mal aufschreiben und man optimiert es immer weiter. Es ist im Grunde ein Asset, was wir uns da aufbauen, ein Unternehmenswert, das ist etwas, was wir, also ich sag mal, einmal zu so einer bestimmten Qualitätsebene heben, also perfekt ist es ja nie, aber dass wir einmal sagen, so jetzt ist es so 80% gut und dann ist das etwas, wo wir immer wieder drauf zugreifen können, für alle unsere Produkte, alle unsere Angebote,
wir haben dann ein Asset, also etwas Wiederverwertbares. Das finde ich daran beruhigend, denn es ist ja mega Arbeit, was wir hier jetzt gerade besprechen. Da kriegt vermutlich gerade so mancher Hörer irgendwie so einen kleinen Knoten im Hirn. Ich habe ein E-Book dazu, das vielleicht ein bisschen genau beim Onboarding. Ja. Also, hätte ich auch hier. Ja, es ist ein Prozess und man sollte sich damit beschäftigen. Es ist aber nicht so viel Arbeit wie die Erstellung des Kurses. Und ich meine einfach, dass es sich lohnt. Ja. Weil du hast verleihst erstens dem Prozess eine persönliche Note, was ich wahnsinnig wichtig finde. Ja. Die Teilnehmer kriegen Kontakt zu dir, lernen dich besser kennen. Und das ist das Allerwichtigste gleich am Anfang, gerade online. Ja. Es da Vertrauen aufzubauen, ist was ganz was anderes als in einem Seminarraum. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich meine, das sind auch an der Stelle, wenn wir das jetzt mit dem Seminarraum vergleichen, diese Kleinigkeiten am Wegesrand, die es manchmal ausmachen, das ist zum Beispiel auch das Design. Ne, das sind solche Sachen wie, ich werde wirklich in einem Video direkt mit meinem Namen angesprochen, selbst wenn ich ahne, dass das irgendwie ne, nicht jetzt irgendwie für mich individuell eingesprochen worden ist. Das ist wie die Blümchen im Seminarraum oder die Blumen und die Deko und so dieses liebevolle genau. Add-on. Das oder das da Zuckerl am Sessel. Ja, das Zuckerl am Sessel, genau. Oder ein schöner Stift, der da liegt schon für mich. Oder irgendwie ein anderes Feature, was Leute dann vielleicht auch im ersten Modul brauchen oder sowas. Also das finde ich ganz schön, das Bild da so ein bisschen Liebe reinzubringen, diesen Vorabprozess. Das sind auch diese Kleinigkeiten ganz, ganz wichtig. Also erzähle ich ja auch wahnsinnig gern. Auf der Hochzeitsreise in Südafrika waren wir in einem Bed and Breakfast und da sind wir reingekommen und im Klo war eine Blume. Mhm. Ja, schön. Das war einfach in der Schüssel ist eine Blume geschwommen. Eine frische, ja. Das war einfach so eine Kleinigkeit. Und am nächsten Tag nach dem Frühstück kommen wir zu unserem Auto und das war gewaschen. Ah, wie süß. Ja, also das cool. sind so Überraschungen und das ist auch was man oft erzählt. Ja, wenn du wirklich so dieses extra Wow bekommst, ja, also geh in ein Hotelzimmer. Dort erwartest du, dass du ein Bett vorfindest. Das ist einmal logisch. Das ist jetzt nichts, was dich wowt, ja? Hygienefaktor. Genau. Aber wenn dann zusätzlich noch irgendwas ist, und das muss ja nicht viel kosten, das kann bei einem Online-Kurs ja auch eine Kleinigkeit sein, und ich rede jetzt nicht davon, dass du Willkommenspakete verschicken musst per Post, was ja dann gerade in die Schweiz extrem teuer sein kann und Zollerklärungen und was weiß ich was alles. Selbst nach Deutschland und Österreich umgekehrt gibt es diese Verpackungsgeschichte, was ja auch nicht einfach, aber es gibt genügend digitale Sachen, wo du die Leute überraschen kannst auch. Mhm. Ja, das ist eine Kleinigkeit einfach zum Start. Hast du da eine Idee, dass wir so ein greifbares Beispiel haben? Das kommt einfach darauf an, was das für ein Thema ist, ja, dass du ihnen, weiß ich nicht, zum Start ein kleines E-Book gibst oder eine Checkliste oder, also ich verschicke beim Thema Pinterest einfach gern Checklisten zu deinen Pins oder SEO-Checklisten oder solche Sachen. Ja. Wirklich kleine Sachen, die mir nicht wehtun, die aber einfach eine kleine Aufmerksamkeit sind, wie das Zuckerl am Sessel. Mhm. Ja. Genau. Was mir da auch gerade einfällt, sind so kleine Mini-Umfragen am Anfang. Das ist jetzt vielleicht kein Zuckerl in dem Sinn, aber auch ja Zeichen dafür, dass ich mich interessiere. Also da lassen sich zum Beispiel diese Chatbots auch vielleicht gut nutzen, dass man so zwei Sachen fragt. So, hey, wie waren deine ersten Erfahrungen hier mit dem Kurs? Und vielleicht zweitens, was hast du vor? Ne, wir lernen uns ja noch besser kennen, aber warum machst du diesen Kurs oder sowas? Und dann hat man gleich, glaube ich, als Teilnehmer so ein schönes Gefühl, so, hey, cool, ich darf dir jetzt direkt was schreiben. Mhm. Und klar, da muss natürlich auch transparent sein, was passiert damit. Also ich mache zum Beispiel solche kleine Umfrage am Anfang für meine neuen Clubmitglieder. Und es ist klar, ich kann nicht irgendwie, wenn 15 Leute auf einmal reinkommen, schaffe ich das nicht zeitnah, da auf jeden individuelle Botschaft zu antworten. Und schreibe deswegen, ich lese die garantiert alle und ich nehme das für mich einfach und kann dich dann bei deiner nächsten Frage besser beraten, weil ich weiß, wo stehst du, was machst du schon, was sind jetzt so deine nächsten Dinge, die du vor dir hast, also die nächsten Projekte und Angehensweisen. Ich glaube, das ist so. Das gibt einem auch das Gefühl, so, hey, da interessiert sich jemand wirklich, wenn ich so eine kleine Mini-Umfrage mache. Ich auch bei AppSumo neulich was entdeckt, gibt's gerade so ein, oder was das gibt's gerade, weiß ich nicht, gibt's vielleicht auch schon länger, aber ich habe es gefunden. Und zwar kann man selber eine Mini-Umfrage machen, die dann wie so ein Chatbot daherkommt. Das hatte ich jetzt für das
Online-Business Barcamp ja genutzt, um so ein, ja, so ein Stimmungsbild einzufangen. Mhm. Und das Ding macht wirklich so plim, ne? Hallo, schön, dass du hier mit mir sprechen möchtest. Ich habe eine Frage, wie fandest du das Online-Barcamp? Und dann macht's plim und dann kommt ein Feld, wo derjenige was eintragen kann. Dann wird das quasi reproduziert. Also ich kann das auch aufgreifen in meiner Antwort, ne? Und kann dann sagen, ach, vielen Dank für dein Feedback. Plim, ne? Kommt wieder. Also es ist irgendwie so ein bisschen spielerischer. Und mit solchen Zwischenelementen können wir natürlich auch ganz gut da ein bisschen Leben reinbringen in die Bude. Absolut. Dann ist es und nicht das, so Einbahnstraße. Die Leute haben ja auch wieder das Gefühl, dass du dich kümmerst. Ja? Ja. Eben darum geht's ja. Die Leute wollen, dass du dich um sie kümmerst. Die wollen das einfach. Das ist so wahnsinnig wichtig und mit solchen Dingen kann man das echt gut rüberbringen. Ja, das ist ein super Tipp. Ja. Ich habe auch beispielsweise bei der Smart Pinning Society auf der Danke-Seite schon so eine Video-Ask-Umfrage drinnen. Ja. Also da sehen sie mich, da begrüße ich sie da, und sag auch gleich so, da geht's weiter, ne? Und stell dann auch gleich zwei Fragen. Das dann ist können ja auch sie wieder auch super für Testimonials. Ne? Ah, und die beantworten das als Videobotschaft? Naja, das leider noch nicht. Also da ist die Scheu noch ein bisschen zu groß in unseren Breitengraden. Die meisten halt schriftlich, aber das können sie sich ja aussuchen. Nur ich bin trotzdem per Video zu sehen und stelle die Fragen auch per Video. Video Ask heißt das Tool. Ja, ich meine, eine Sprachnachricht anzufordern ist natürlich auch eine schöne. Das wäre allerdings tatsächlich eher was für teurere Programme. Das habe ich in meinem Programm gemacht damals. Da habe ich über Speakpipe, Voice Recorder, habe ich eine kleine Nachricht geschickt. Ne, schön, dass du an Bord bist. Ich habe gesehen, du hast XY vor. Wenn du magst, nutz unten den Button. Da kann man nämlich direkt klicken, Answer to this recording oder so ähnlich. Mach mir doch direkt auch eine Sprachnachricht. Und das haben auch einige genutzt. Einfach kurz so, hey Mare, danke, dass du nachfragst. Ich weiß noch nicht genau, keine Ahnung. Aber so war gleich irgendwie eine Connection da. Das ist ganz schön. Ja, und das ist genau das, was es ausmacht. Ja, du verleihst diesem ganzen Prozess eine persönliche Note. Ja. Und das ist einfach egal, wie viel du automatisieren kannst und skalieren kannst bei online und diesen persönlichen Touch nicht zu vergessen, weil das so wichtig ist, gerade in diesem Prozess. Ja, ja, genau. Da fällt mir weil du gerade sagtest, zuhören. Das fand ich auch ein super. Entschuldige. Wolltest du noch eine Sache sagen, die dazu noch? Also bei all diesen Automatisierungen, ich glaube, wir könnten stundenlang reden, habe ich das Gefühl, gell? Bei all diesen automatisierten Dingen und technischen Möglichkeiten müssen die Leute trotzdem spüren, dass es da einen menschlichen Ansprechpartner dahinter gibt. Ja, genau. Im besten Fall natürlich die Person, die hinter dem Kurs steht und nicht irgendein Teammitglied. Ja? Aber einfach, du als Anbieter solltest bereit sein, dich auf persönlicher Ebene zu verbinden auch. Ja, weil das ist genau das, was dann Einmalkäufer in langfristige Kunden und vielleicht sogar Markenbotschafter verwandelt. Ja. Und das sind die, die dir dann andere Kunden bringen, ohne dass du zig für Facebook-Ads ausgeben musst. Ne? Ich habe noch nicht einen Cent für Facebook-Ads ausgegeben in meinem Leben. Das läuft auch so. Schau. Ja, du wirst ja auch viel weiterempfohlen. Das hat ja auch einen Grund. Ne? Das stimmt. Genau, also ich fand das Stichwort Zuhören, entschuldige, jetzt hatte ich dich eben unterbrochen. Das fand ich klasse, weil ja, wir automatisieren ja viel und da das ist einfach fehleranfällig. Das wissen wir alle, die das schon gemacht haben. Und das Zuhören, das haben wir auch im Club angefangen mit Landingpages, dass wir anfangen, quasi den Bildschirm aufzunehmen und laut zu sprechen, also den Prozess durchzumachen mit einem 100% Rabattcode. Und dann murmelt man so vor sich hin, wieso ist denn jetzt, wo ist denn jetzt der Button? Also als wäre man unbedarfter Kunde. Das ist super, ja. Ne, wieso poppt jetzt da eine Seite auf und per Mail kommen die Login-Daten. Aha, dann kopiere ich das da mal rein. Weißt du, dass man so laut spricht oder laut denkt, während man als Testkäufer mal einmal für jemand anders den Prozess durchläuft. Und dann werden da die Ungereimtheiten deutlich. So, Moment, wieso steht denn in der Mail, was von die Termine finde ich dort? Und auf der Danke-Seite ist der Link aber noch ein anderer, vielleicht ein alter oder so. Ne? Also diese Dinge, Fauxpas, passieren mir auch ständig, dass ich irgendwelche alten Links irgendwo drin habe. Ja, oder irgendwo in irgendeinem automatisierten Ding ist noch ein altes Datum drinnen oder irgendwas. Ist allen schon mal passiert. Ja? Das ist jetzt auch nicht dramatisch. Die Leute werden dich auch in den meisten Fällen darauf aufmerksam machen. Also meine Kunden, die
die schon öfter was bei mir gekauft haben, die sind dann immer recht schnell, du schau, da hast was vergessen. Das kann jedem passieren. Ja, genau. Deswegen ist es ja so wichtig, dass du dir die einzelnen Schritte aufschreibst. Ich bin ja da auch selber ein bisschen nachlässig und muss mich an der Nase nehmen. Ich versuche halt jetzt wirklich alle Prozesse auch besser zu dokumentieren, einfach weil ich dann nicht jedes Mal denken muss, habe ich jetzt an alles gedacht. Ja, weil dieses, wenn es was Neues aufsetzt, gibt es ja so viele Sachen, ne? Ja, sehr guter Tipp. Sehr guter Tipp, da auch dran zu denken, dass man sich das aufschreibt. Denn das, was wir jetzt hier besprechen, ist ja etwas, was wir nicht ständig tun, sondern das machen wir, weiß ich nicht, wenn es gut läuft, wenn wir sehr produktiv sind, alle halbe Jahr oder vielleicht auch mal jedes Jahr einmal oder sowas in der Art, je nachdem. Und das ist wichtig, dass man sich das aufschreibt, total. Finde ich richtig gut, den Hinweis. Wow, also meine Güte, wie lange man über so ein spezielles Thema sprechen kann, oder? Ja, und das ist nur ein Punkt davon, gell? Ich meine, in diesem ganzen Prozess, bis ein Kurs fertig ist, gibt es ja noch ganz viele Sachen und das ist ein kleiner Teil, aber ich finde, das ist einer der wichtigsten Dinge und viel wichtiger, noch eine Info und noch ein Worksheet und noch ein Video in deinen Kurs zu packen, dir wirklich Gedanken zu machen, wie du gleich am Anfang eine Kundenreise erschaffst, die die Beziehung zu deinem Kunden stärkt und einfach dafür sorgt, dass die Teilnehmer mehr Freude haben an dem Ganzen, dann den Kurs auch fertig machen. Das ist ja auch das, ja, also diese Completion Rate, die steigt ja, wenn du gleich am Anfang alles richtig machst, weil es sind mittlerweile, glaube ich, sogar nur mehr 3%, die einen Kurs fertig machen, wenn es ein Selbstlernkurs ist. Ne? Ja, gut, was dramatisch ist, ja. Stell dir vor, du steckst da weiß Gott wie viel Zeit hinein in die Kurserstellung, dann natürlich auch ins Marketing, in den Verkauf, und dann machen es 3% fertig, ja. Ja. Das ist ja. Wobei da möchte ich dann, wir sprechen nochmal, Barbara. Du hast ja auch gesagt, gerne. Du möchtest gerne mehr Richtung Erwachsenenbildung wieder machen. Das finde ich auch total spannend. Das sehe ich mittlerweile etwas entspannter, weil ich auch als Kundin weiß, dass mir ein Selbstlernkurs sehr wertvoll sein kann, wenn ich zum Beispiel nur die Struktur gut erfasse und da für mich 2, 3 Impulse drin sind. Ne? Wenn ich da jetzt nicht gerade Unsummen für bezahlt habe, dann bin ich jetzt als Kundin wirklich vollkommen zufrieden, wenn da für mich so ein paar Nuggets drin waren. Mhm. Ne? Also deswegen dieses Completion, Wenn du das so siehst als Person, dann ist es ja, ich glaube, da muss man auch unterscheiden, diese Infokurse und die Kurse, die eine echte Transformation bringen sollen. Ne? Das stimmt. Weil da finde ich schon, ist ein großer Unterschied. Wenn ich jetzt einen Kurs habe, der letzte Kurs, den ich mit der Stefanie rausgebracht habe, war zum Thema Interest Targeting auf Pinterest. Das ist ein kleiner Kurs. Ja. Wenn sie sich da nicht alle Videos anschauen, okay, verstehe. Ja, genau. Ja. Aber wenn ich jetzt eben zum Thema Onboarding einen Kurs mache, dann ist mir als Anbieter schon wichtig, dass die Leute den Prozess bis zum Ende durchgehen, weil ja das ein richtig, wirklich dramatisches Ergebnis bringen kann. Ja, und genau, da muss man dann auch differenzieren. Ja. Das machen wir nochmal. Ich halte es im Hinterkopf. Das macht Spaß, mit dir zu quatschen, schnacken, wie wir im Norden sagen. Wie sagt ihr auf Österreichisch? Plaudern. Plaudern, ja, genau. Also, machen wir wieder. Ja, gerne. Sonst noch etwas, was du so als letzte Botschaft vielleicht mitgeben möchtest, so zu diesem Thema Onboarding. Haben wir noch irgendwas vergessen, wo du sagst, Mensch, Marit, hast mich nicht gefragt, das will ich noch loswerden? Du, es gibt noch so viel. Ich glaube, ich könnte wieder stundenlang drüber reden. Nein, zum Thema Onboarding, Barbara. Mir ist einfach wichtig, dass dieses Thema ein bisschen mehr in den Fokus rückt und nicht nur das, wie verkaufe ich mehr, sondern wirklich, wie mache ich meine Teilnehmer glücklicher, ja? Ja. Weil das ist genau das, was langfristig eine Business-Strategie ist, die Früchte bringt, ja, weil du wirst mehr verkaufen. Mein Reden. Du kannst höhere Preise für deine Kurse ansetzen. Du kriegst Empfehlungen, ohne dass du danach fragst vielleicht sogar. Ja, du hast Testimonials, was dann wieder zu mehr Verkäufen führt. Die Leute werden Markenbotschafter, empfehlen dich weiter. Wenn du sagst, du hast noch nie in Facebook-Ads investiert, super, das ist genau das beste Beispiel. Dann machst du sicher ganz viel richtig, ja? Ja, weil du eben auch ein empathischer Mensch bist, ja, weil du dir Gedanken drüber machst.
Es ist einfach nur so, dass du heute leider noch immer ganz viel siehst, was so unpersönlich ist und so nicht angepasst Schade einfach um die Zeit, ja. Auch. Nur aufs Marketing optimiert sehr oberflächlich, nicht gut auf eine Zielgruppe zugeschnitten. Ja. Also, gut, also dann würde ich sagen, machen wir jetzt das, wie sagt man, das Gegenteil. Also wir landen jetzt, ja, wenn wir jetzt vom Onboarding gesprochen haben, zum Ausfliegen. Und ich danke dir ganz herzlich für das schöne Gespräch. Und wir gucken mal, wer was wie hiervon umsetzt, vielleicht von denen, die diesen Podcast gehört haben. Lass es uns gerne wissen. Danke dir für die Einladung, liebe Marit, und gerne Fragen stellen. Ja? Genau, also, man findet dich oder zumindest das Thema unter mehrbusiness.net. Genau. Richtig? Barbara Riedel-Wiesinger. Vielen Dank. Danke. Ja, das war die Folge in der Online-Business-Lounge. Mein wunderbares, langes Gespräch zum Thema Onboarding in Online-Kursen, ob Selbstlernen oder Gruppenkurse. Und ich hoffe, du konntest daraus Impulse für dich mitnehmen. Sei gerne wieder dabei. Abonniere den Podcast, falls noch nicht geschehen, denn es soll jetzt wieder ja regelmäßiger Podcasts geben. Vielen Dank, dass du dabei warst. Alles Liebe, deine Marit.